Hier sieht man auch in der Kirche ein schönes Schiff und ich glaube, man nennt es auch die Schiffskirche hier, nicht? Oder so ähnlich. Also das Schiff erinnert daran, dass die St. Cosme-Kirche immer auch viele Menschen in der Gemeinde hatte, die auf hoher See ihre Angehörigen haben und in den Gottesdiensten an diese Männer auf See gedacht haben. Wir haben die Stader Hafensänger, die auch in unseren Gottesdiensten teilnehmen und sind so immer der Seefahrt verbunden. Daran erinnert dieses Schiff, ein sogenanntes Votivschiff, das den schönen Namen Hoffnung hat. Also die Hoffnung, dass alle heil und gesund wieder nach Hause kommen sollten. Ganz genau. Und wenn der Vater mit dem Sohne, sage ich nur, denn Sie haben Ihren Sohn jetzt mitgebracht, der Thomas. Grüß dich, Thomas. Hallo. Kennst du Bibel-TV? Na klar, oft gesehen. Wunderbar. Und du möchtest, glaube ich, mal, sagst du mir im Vorgespräch, du möchtest Schauspieler werden. Ja, genau. Das ist mein großer Wunsch. Und Filmschauspieler oder mehr Bühnenschauspieler? Eher Filmschauspieler, aber Bühnenschauspielen macht mir auch viel Spaß. Könntest du dir vorstellen, einen Piraten zu spielen? Wir sehen ja gerade das Schiff hier. Wäre das was für dich? Ja, also kommt drauf an, was für ein Pirat. Oder wie dein Vater, möchtest du vielleicht mal einen Pastor spielen im Fernsehen? Ein Pastor spielen würde ich vielleicht noch machen, aber so ein Pastor sein, naja, wüsste ich nicht richtig. Möchtest du nicht so gerne? Nee, ich könnte mir halt nicht so gut vorstellen, immer einen Gottesdienst zu schreiben, also halt die Predigen. Und ja, könnte ich mir halt nicht so gut vorstellen. Möchtest du lieber vor der Kamera stehen, ne? Ja. Heute stehst du ja vor der Kamera und du hast spontan gesagt, Mensch, ich sehe meinen Titel gar nicht auf der Liste. Ich möchte einen ganz anderen Titel hören. Welchen hören wir denn von dir? Oh, Happy Day, wenn das möglich ist. Ich denke, das ist bei uns immer möglich bei Bibel TV. Gibt es denn, wenn wir diesen Titel ansagen, auch jemanden, den du speziell damit grüßen möchtest? Ja, also zuerst grüße ich natürlich meine Mutter und meinen Bruder und ja, meine zwei guten Freunde, Robert und Hans. Das machen wir gerne. Zusammen, vielleicht singt ihr beide mal an, der Vater mit dem Sohn, Herr Dr. Heise mit seinem Sohn Thomas, oh happy day. Ich sag mal, 1, 2, 3. Oh happy day. Also wir sind nicht so die ganz großen Sänger, aber wir haben es im Herzen, die Musik. So ist es, dafür machen wir musikalisch jetzt hier auf Bibel TV und ich mache mich jetzt auf zur nächsten Gemeinde, zu Wilhardi. Oh,
von der einen Kirche zur anderen Kirche. Jetzt bin ich hier im St. Wilhardi. Ich grüße Sie ganz herzlich. Eine wunderschöne Kirche. Ich bin im Eingangsbereich und habe gleich den Superintendenten, Herrn Dr. Kücke. Herzlich willkommen. Guten Tag. Sie sind wie lange hier Superintendent? Seit 1,5 Jahren bin ich hier in Stade als Superintendent, hier als Pastor an der Wilhardi-Kirche und als Superintendent im Kirchenkreis Stade. Jetzt müssen Sie vielleicht unseren Schweizer Freunden oder auch Österreichern vielleicht mal das Wort Superintendent erklären. Ich glaube, das ist dort nicht so geläufig im Süden. Das entspricht dem, was im Süden ein Dekan ist oder eine Dekanin, die also oder der das Aufsichtsamt im Kirchenkreis hat, also der leitende Theologe im Kreis Stade mit insgesamt 21 Gemeinden. Also 21 Gemeinden hören, ich will nicht sagen auf Ihr Kommando, aber zumindest die betreuen Sie. Ja. Das ist wunderbar. Es ist eine wunderschöne Kirche hier, Wilhardi in Stade, eines der schönsten Kirchen sowieso hier sicherlich im Kreis. Was sage ich, vielleicht sogar in Norddeutschland, das, so viel Zeit muss sein, nicht? Das habe ich ja jetzt gesagt. Und jetzt müssen Sie doch mal unseren Zuschauern beschreiben, wenn man hier reinkommt. Wir zeigen Ihnen da ein paar Bilder zu. Wie sieht es hier aus? Beschreiben Sie mal Ihre Kirche. Die Kirche ist eine alte Bischofskirche. Es ist der Sitz des Erzbischofs von Bremen gewesen, der hier an dieser Kirche gepredigt hat. Und von daher ist die Kirche von Anfang an eine sehr imposante mittelalterliche Kirche, die auf 12 Säulen steht. Wenn man hier, wo wir hier stehen, am hinteren Ende des Turmeingangs nach vorne guckt, sieht man die 12 Säulen, 6 auf jeder Seite. Sie läuft als eine hohe gotische Hallenkirche zu. Auf den Altarraum ist barock ausgestaltet und hat vor allem an den Fenstern ein eigenes Predigtprogramm, eine Theologie, die über die Reformatoren zurückgeht, kirchengeschichtlich bis zum Alten Testament. Sie predigen natürlich auch hier in der Kirche, auch in den 21 Gemeinden hin und wieder mal. Ja, ich bin das Jahr über unterwegs in den 21 Gemeinden des Kirchenkreises, zu denen über 60.000 evangelische Christinnen und Christen gehören. Predige gerne auf den verschiedenen Kanzeln hier im Kirchenkreis und auch regelmäßig hier an der St. Wilhardi-Kirche, mindestens einmal im Monat, wenn es die Zeit eben im Kirchenkreis so zulässt. Wunderbar. Wir möchten natürlich von Ihnen noch wissen, die weiteste Gemeinde, wo Sie hinfahren müssen, von Ihren 21 Gemeinden und die dichteste, die ist ja hier, ist klar, aber die weiteste, wo müssen Sie da ganz hin? Nach Balje in Nordkeding, da geht es ganz an der Elbe entlang, über Drochtersen weiter, Hammelwörden, Freiburg, Krummdeich bis hin nach Balje ganz im Norden. Das ist an der Stelle, an der die Oste in die Elbe mündet. Und die dichteste Gemeinde, das war Ihre andere Frage, die liegt in Fußentfernung. Das ist die Kirche, in der Sie waren, die St. Cosme-Kirche. Das ist unsere Nachbargemeinde hier in Stade. Wunderbar, die haben wir unseren Fernsehzuschauern schon gezeigt. Jetzt dürfen Sie einen Gruß loswerden. Wen möchten Sie grüßen? Ich grüße meinen Kirchenkreis, alle meine Gemeinden, alle Menschen in meinem Kirchenkreis, die Mitarbeitenden, die Pastoren, Diakone, alle, die dazugehören. Männer, Frauen, Jugendliche, meine 21 Kirchengemeinden grüße ich ganz herzlich von dieser Stelle. Ganz toll. Einen musikalischen Wunsch haben Sie auch noch sich ausgesucht auf unserer Liste. Was hören wir denn? Let Freedom Ring, also ein Gospel, englische Sprache. Let Freedom Ring, Freedom auf Deutsch, die Freiheit, das ist für mich ein Wesensmerkmal unseres christlichen Glaubens. Zur Freiheit sind wir berufen und befreit. Und dann erfüllen wir jeden Wunsch für Sie. Bitte sehr. Somehow breathed into the very soul of life. The prisoner, the powerless, the slave have always known it. There's something that keeps reaching for the sky, and even life begins because a baby fights for freedom and songs we love to sing have freedom's theme. Some have walked through fire and flood to find the place of freedom, and some face
God built freedom into every fiber of creation, and he meant for us to all be free and whole. Sind wir hier im Eingangsbereich, weil wir müssen ja ein bisschen leise sein, denn es kommen ja auch einige Herrschaften in die Kirche und möchten ihre Ruhe haben. Aber jetzt haben wir jemanden vom Kirchenvorstand her hier. Ich grüße Sie ganz herzlich. Wen haben wir denn hier? Arnold Reismann. Ich bin hier im Kirchenvorstand von St. Philhardi und beschäftige mich mit der Öffentlichkeitsarbeit, besonders unserer Kirchenzeitung und unserem Internetauftritt. Das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Und wen haben wir hier? Christian Fehneis. Ich bin nach meiner Pensionierung in den Kirchenvorstand eingetreten und seit mittlerweile fast 10 Jahren Vorsitzender dieses Vorstandes, der die Geschicke der Gemeinde leitet. Das ist wunderschön, ganz toll. Sie haben eine wunderschöne Kirche hier, das muss man wirklich sagen. Wie oft im Jahr sind Sie denn hier in der Kirche? Wissen Sie das so ungefähr? Können Sie schätzen? Wir beiden gehören zu denen, die etwas häufiger hier sind. Man kann sagen, jeden zweiten Sonntag sind wir hier präsent. Und zu unseren Aufgaben gehört es auch, nicht nur die Kollekte einzusammeln und entsprechend zu behandeln, sondern auch das Lesen des Evangeliums während des Gottesdienstes und andere Dinge, die zum Gottesdienst mit dazugehören. Gibt es denn auch einen Lieblingspsalm, den Sie vielleicht aus der Bibel kennen, wo Sie sagen, den mag ich ganz besonders gern? Viele mögen ja den Psalm 23 gerne, aber gibt es da einen Lieblingspsalm? Das ist der 63.
Wie geht der? Fangen Sie mal an. Das tut mir leid, meine theologische Bildung lässt das leider nicht zu. Das ist in Gott, haben Sie sich gut rausgesprochen, das ist in Ordnung. Nein, das hatten wir auch nicht abgesprochen. Gibt es einen Lieblingspsalm von Ihnen? Also ich möchte sagen... Oder ein Lieblingslied vielleicht? Gibt es ein Lieblingslied? Ruhig ist unser Gott, das ist mein Lieblingslied. Oh ja, das ist wunderbar. Jetzt wollen wir Sie nicht noch singen hören, denn das haben wir wirklich nicht abgesprochen. Aber wir haben gleich einen musikalischen Gruß, den wir hier per Fernsehen sozusagen in die Welt schicken, von Stade, von der Hansestadt Stade in die ganze Welt. Aber vorher möchten wir doch noch einmal wissen, wen möchten Sie grüßen? Ich möchte meine Familie grüßen, meine Frau, die leider nicht mitkommen konnte, meine beiden Söhne mit ihren Familien, die wir alle zu Weihnachten bzw. in den darauffolgenden Feiertagen sehen werden. Und beiden Enkeln, Niklas, 3 Jahre und Jasper, 5 Jahre. Wunderbar. Wie möchten Sie grüßen? Ich möchte die Leute grüßen, die mich bei meiner Kirchenarbeit hier, was die Kirchenzeitung und den Internetauftritt unterstützen. Das ist für mich sehr wichtig, denn ohne diese Unterstützung könnte ich hier in dieser Gemeinde nichts machen. Das ist in Ordnung. Jetzt hören wir einen Titel von Ihnen. Welchen haben Sie sich ausgewählt? Jesus, Fels, auf dem ich stehe. Auf dem Fels kann man bauen. Bitte schön. Es ist bitter, bitter kalt draußen und deshalb habe ich mich jetzt in die schönen warmen Räume hier mal ein bisschen reingeschlichen, mehr oder weniger, zum Stader Wochenblatt. Ne? Genau, Neustader Wochenblatt. So viel Zeit muss sein. Ne? Und keiner war jetzt hier bereit, erstmal einen Gruß abzugeben, aber Sie haben gesagt, ich gebe einen Gruß ab, gar kein Thema. Ne? Frauenpower, ne? Genau. Sind Sie Staderin? Nein, ich bin Bremerhavenerin. Und die sind alle locker, ne? Natürlich, ne? Für Storn City, lässt grüßen. Und fahren Sie jeden Tag nach Bremerhaven? Nein, ich wohne hier schon ein paar Jahre. Wunderbar. Was machen Sie hier beim Wochenblatt? Also wir sind eine Zeitung, die zweimal in der Woche erscheint. Ich selber mache hier den Anzeigenbereich mit, Verkauf Anzeigen sozusagen. Also an die Seher sozusagen, wenn Sie eine Anzeige schalten wollen, rufen Sie uns an. Und ja, also wir sind sehr stark vertreten hier auf dem Markt seit 40 Jahren und sind mit Spaß dabei.
Wir sind ja werbefreies Fernsehen, also bitte jetzt nicht noch Ihre Telefonnummer, sonst rufen alle an und schalten eine Anzeige hier vom Kreiswochenblatt, nicht? Herr Schrader ist, glaube ich, der Inhaber, nicht? Genau, das ist unser Verleger und der sitzt aber im Buchholz. Jetzt könnten Sie theoretisch hier einen Gruß loswerden und sagen, ich möchte eine Lohnerhöhung. Das machen Sie aber, glaube ich, nicht, ne? Das mache ich lieber nicht, weil sonst kommt der Rotstift. Das wollen wir auch nicht. Aber Sie dürfen jemanden grüßen hier weltweit über Bibel TV in die ganze Welt hinein. Wen möchten Sie denn grüßen? Ja, erstmal unsere Leser natürlich und dann vor allem den Freunde, Bekannte, ja, in ganz Deutschland, Spanien, Italien, wo ihr euch alle versteckt, ne? Genau, in der Schweiz natürlich, in Österreich und in Bayern nicht zu vergessen, ja, sind wir auch. In Bayern vor allem, da war ich ja eine Zeit lang und da bin ich ja auch über die Feiertage. Da waren Sie eine Zeit lang, wo waren Sie denn in Bayern? Landshut. In Landshut, da gucken uns auch sehr, sehr viele von Bibel TV. Silvester bin ich da. Das ist gut. Was hören wir denn Musikalisches von Ihnen? Ja, ich möchte gerne die Söhne Mannheims hören. Ja, irgendeins von den Liedern. Der schon mal auf dem Konzert gewesen? Gleich zweimal. Wo denn? In Hamburg. Und hat Ihnen gut gefallen? Ja, super. Bei uns hört man die Söhne Mannheims ja immer bei Bibel TV und natürlich auch die schönsten Musiktitel. Viel Spaß. Hier sage ich Bühne frei für Sie. Und einmal in die Kamera winken. Wollen Sie das heute nochmal? Und tschüss. Und tschüss. Sag mal, hast du das gesehen? Wie sie lachten, wie sie gehen. Manche Wesen sind so schön, innen wie außen sie verwöhnen. Deine Sinne und gewöhnen dich wieder Liebe, die du kennst, zu der du immer wieder rennst. Diese Liebe ist real, so real wie Höllenqualen. Höllenqualen sind egal, wenn sich die Liebe dir empfahlt. Doch es ist gut, wie es ist. Der Mensch lernt nur, wenn er Scheiße frisst. Sonst reift er nicht, er weiß doch nichts. Ich weiß noch nicht, wann verstreicht die Frist. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Trotzdem ist Liebe wunderschön. Ist unsichtbar und trotzdem da. Freude und Leid das ganze Jahr. Man nimmt das Leben sonst nicht wahr. Denn mit dem Herz sind wir meist blind. Wer von uns ist schon wie ein Kind? Offen für alles wieder, wenn der doch dem Meer den Regen bringt, der ist so frei und doch gewillt, yeah. Gib mir einen Koffer für mein Herz, der ist unendlich viel mehr wert. Wenn du ihn mitnimmst, wenn du gehst, ihn bei dir trägst, von früh bis spät, ihn dann zurückbringst und versehrt. Ich lauf des Öfteren Gefahr, zu vergessen, wie schön das Leben bisher war. Mit dir von Anfang an verflochten, bis ans Ende meiner Zeit. Wir lieben das Leben und sind dafür bereit. Denn wir alle werfen Schatten auf das nächste Licht. Lass dich nicht zerbrechen und fürchte dich nicht. Vor dem, was da kommt, vor dem, was du fühlst, vor dem, was du liebst. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Trotzdem ist Liebe wunderschön. Ist unsichtbar und trotzdem da. Freude und Leid das ganze Jahr. Man nimmt das Leben sonst nicht wahr. Denn mit dem Herz sind wir meist blind. Wer von uns ist schon wie ein Kind? Offen für alles wieder, wenn der doch dem Meer den Regen bringt. Der ist so frei und doch gewillt, yeah. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Trotzdem ist Liebe wunderschön. Ist unsichtbar und trotzdem da. Freude und Leid das ganze Jahr. Man nimmt das Leben sonst nicht wahr. Denn mit dem Herz sind wir meist blind. Wer von uns ist schon wie ein Kind? Offen für alles wie der Wind, der doch dem Meer den Regen bringt. Der ist so frei und doch gewillt, yeah. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Love is unseen. Love is your dream. But love is no dream, love is so real, even though it's unseen. Love is unseen, love is your dream. But love is no dream, love is so real, even though it's unseen. Yeah, yeah. Love
Love is unseen. Love is the best feeling I ever had. Love is your dream. You want me of a cherished love. Love is your dream. Love keep me warm. Love keep you warm. Love is something you have to cherish. Love is your dream. Love of me like a child. But love is no dream. Love of me going wild. Love is so real, even though it's unseen. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Trotzdem ist Liebe wunderschön. Ist unsichtbar und trotzdem da. Freude und Leid das ganze Jahr. Man nimmt das Leben sonst nicht wahr. Denn mit dem Herz sind wir als blind. Wer von uns ist schon wie ein Kind? Auch wenn für alles wieder Wind, der doch dem Meer den Regen bringt, der ist so frei und doch gewillt, yeah. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Trotzdem ist Liebe wunderschön. Ist unsichtbar und trotzdem da. Freude und Leid das ganze Jahr. Man nimmt das Leben sonst nicht wahr. Denn mit dem Herz sind wir was blind. Wer von uns ist schon wie ein Kind? Offen für alles wieder Wind, der doch dem Meer den Regen bringt. Der ist so frei und doch gewillt, yeah. Das hat die Welt noch nicht gesehen. So langsam neigt sich unsere Sendung hier aus der Hansestadt Stade. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß. Wir haben wieder viele tolle Wünsche gehabt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Musik mit Bibel TV. Tschüss, sagt Ihr Andreas Ellermann.